Liebe Österreicher und Innen, mit großer Sorge, wir werden jetzt ein paar total sympathische, tolle Redner haben. Und vielleicht als kurze Überleitung oder als kurze Gedankenanregung möchte ich meine absolute amerikanische Lieblingsphilosophin zitieren, die Sarah Palin. Die hat nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit etwas sehr Interessantes gesagt. Die hat nämlich gesagt, well, Mr. President, you know, if there is a guy with a nuke, a bad guy with a nuke, the only thing that you need is a good guy with a nuke. Hä? Ja genau, so ist mir auch gegangen. Viel Spaß bei der Clarissa. Erstmal freue ich mich sehr, 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 dass ihr alle da seid. Und ich muss gestehen, ich würde mir wünschen, dass noch mehr da wären. Wer kann das nachvollziehen? Okay. Ich habe einen Verdacht. Und ich sage euch auch gleich, warum. Ich habe den Verdacht, dass die, die nicht da sind, die Schule zu ernst genommen haben. Und von der Schule, unter anderem auch von der Schule, manipuliert worden sind. Und jetzt sage ich euch, warum ich das glaube. Ich bin seit 20 Jahren Lehrerin an einem Wiener Gymnasium. Und da bekomme ich einiges mit. Und zwar von beiden Seiten, von drei Seiten. Von Seiten der Schüler, der Lehrer und der Eltern. Und ich will euch, viel Zeit habe ich nicht, aber ein bisschen Einblick geben in Dinge, die sich so hinter den Kulissen abspielen. Da muss ich zuerst mal sagen, den Lehrern geht es oft nicht viel besser als den Schülern. Die fragen sich nämlich manchmal, warum sie eigentlich dazu gezwungen sind, den Kindern so viel Scheiße, Müll reinzustopfen, ja? Ich meine damit vor allem Lehrer, die die sogenannten Bildungsstandards erfüllen müssen, die vor allem in den Schularbeitsgegenständen bindend und zwingend sind. Und der Stress, der dabei entsteht, durch die Zwänge dieses Schulsystems, wirkt sich bei niemandem gut aus. Wir haben wirklich eine Lose-Lose-Situation. Es vergeht kein Monat, dass nicht eine Todesanzeige eines Lehrers in Wien ungefähr in meinem Alter hereinflattert. Und die Todesursachen sind, wie ich erfahren habe, meistens typische sogenannte Burnout-Krankheiten. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass mein größtes Mitgefühl den Kindern gilt in der Schule. Ich bin Zeugin von Prozessen, die über die 8 Jahre Gymnasium hinweg stattfinden. Ich erlebe es oft noch, wie die Kinder 10-jährig in die Schule kommen und lebendig sind, kreativ sind. Ja? Jedes Kind ist anders und die Kinder freuen sich, wenn man diese Kreativität anspricht, fördert oder sie zeigen dürfen.
Und ich habe schon öfters erlebt, wie diese Kinder dann im Laufe der Zeit, im Laufe der 8 Jahre, die sie zubringen in der Schule, ich muss wirklich sagen, degenerieren. Und ich führe das nicht auf die Entwicklungen der Pubertät zurück, sondern ich sehe, wie die Kinder tatsächlich, gerade die begabten Kinder, sensitiven, kreativen Kinder, zunehmend frustriert werden, weil sie ihre Zeit und ihre Energie dafür aufwenden müssen, sich zum Beispiel mit Mathematik zu beschäftigen, obwohl sie damit sicher ihr ganzes Leben nie wieder etwas zu tun haben werden. Aber sie müssen die Zeit dafür aufwenden, um in diesem System zu überleben, wie man ihnen suggeriert. Ich bin der Meinung, auch hier kommt es darauf an, sowohl diesen Kindern als auch allen Menschen, die glauben, in diesem System gefangen zu sein, die Türen zu zeigen, wie sie aus dieser Gefangenschaft befreit werden können. Und hier, glaube ich, sind wir alle vonnöten. Wir müssen ein Netz bilden, ein tragfähiges Netz, in dem alle Beteiligten, die Gefangene dieses unter anderem Bildungssystems sind, Auswege finden, damit sie ihre menschlichen, kreativen Fähigkeiten wiederbeleben, nutzen können und nicht darauf angewiesen sind, in diesem System unterzugehen und durch den Rost zu fallen. Ein paar Vergleiche sind mir noch gekommen, als ich nachgedacht habe über dieses System. Stellt euch vor, ihr befindet euch in einem Raum und es werden ganz viele Pakete hereinbefördert, bis der Raum völlig zugemüllt ist von Paketen und ihr kommt kaum nach, diese Pakete zu öffnen. Ihr wisst gar nicht, was in diesen Paketen drin ist. Da sind nur Etiketten außen drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie irgendwie ordnen. Aber der Raum selber ist nicht mehr zu benutzen. Ich finde, dass genau so etwas mit den Kindern in der Schule gemacht wird. Sie werden zugeschüttet, noch und noch und noch mit Stuff, too much stuff, ja? Sie sind nicht mehr in der Lage, auch wenn sie noch so intelligent sind, diese Mengen irgendwie zu verarbeiten oder gar in ihr Leben zu integrieren. Das ist nicht möglich. Aber ihre Zeit, ihre Energie, ihr Leben ist wirklich ausgestopft mit Material, mit Bullshit, muss ich sagen, ja? Sodass sie sich nicht mehr bewegen können, nichts mehr tun können, nicht mehr atmen können. Ein anderer Vergleich, der stammt nicht von mir, sondern von dem Philosophen Reinhard David Brecht, der hat verglichen die Art des Lernens, das sich ziemlich fokussiert auf das linkshemisphärische Denken, das die rechte Hemisphäre vernachlässigt, in der es um Kreativität geht, hat das mit Bulimie verglichen. Bulimie, reinfressen, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, es wird ihnen reingestopft, so wie den Gänsen, bei der Gänsestopfleber, ja, und dann kotzen sie es wieder raus. Und 14 Tage, so haben mir immer wieder Schüler erzählt, 14 Tage nach einer Prüfung oder nach einem Test, haben sie alles wieder vergessen. Sie haben sich schon daran gewöhnt, dass das Lernen sinnlos ist. Aber sie sagen, naja, man muss sich halt durchschlagen. Ja? Und ich finde, damit sollte bald mal Schluss sein. Und wir alle müssen hier zusammenhelfen, auch um die Angst zu mildern. Wer von euch hat den Film Alphabet gesehen? Super. Der Untertitel in diesem Film heißt Angst oder Liebe. Und genau diese Alternative ist es, die überall, aber eben auch im Schulsystem
eine große Rolle spielt. Niemand. Und am wenigsten begabte Menschen, sensitive Menschen, Kinder sind in der Lage, irgendetwas wirklich zu lernen, wenn sie Angst haben. Und es wird jedem Menschen, es wird den Kindern Angst gemacht, wenn man ihnen suggeriert, wenn du das nicht kannst, dann bist du ein schlechter Mensch. Und letztendlich wird unter der Hand mit suggeriert, dann fällst du durch den Rost, dann kannst du nicht leben in dieser Gesellschaft. Es ist fast eine gefährliche Drohung. Was wir brauchen, ist eine Kultur der Liebe. Eine Kultur, die es ermöglicht, jedem Einzelnen und jedem einzelnen Kind sich so zu entfalten, wie es wirklich ist. Einmalig. Unverwechselbar, mit einem ungeheuren Ausmaß an Talenten, an Kreativität. So wie diejenigen, die Alphabet gesehen haben, wissen, Kinder kommen, ich glaube, zu 98% hochbegabt auf die Welt. Und im Alter von, ich habe es vergessen, ich glaube von 14 Jahren, 14, 15, sind es dann nur mehr, wie viel? Ja, 9 höchstens. Ja. Und das muss sich ändern, und zwar bald, jetzt. Wir alle müssen uns noch mehr vernetzen. Noch mehr vernetzen, um eine Basis zu schaffen, wo Angstfreiheit möglich wird. Dankeschön.